Arno Raunig singt in einer Stimmlage, die eher selten zu hören ist. Er ist nämlich Sopranist. Der gebürtige Kärntner mit der normalen Bass-Sprechstimme, der natürlich auch tief singen kann, hat wieder eine neue CD produziert. Und diesmal geht es um zwei Komponisten des Barock. Angelika Benke hat den Sänger getroffen und sich mit ihm nicht nur über die neue CD unterhalten, sondern auch über etliche Veränderungen in seinem Leben. Die auffallendste Neuerung bei Arno Raunig ist, dass er jetzt nicht mehr so heißt, sondern Arno Argos. Sein richtiger Name Raunig ist nur mehr ganz klein im Namenszug zu lesen. Arno, ich kenne dich seit so vielen Jahren und selbst ich war erstaunt drüber, warum jetzt Argos? Man ändert seinen Namen ja nicht leichtfertig und aus einer Laune heraus. Nicht, dass ich hinter dem Namen Raunig nicht stehen würde, weil den liebe ich und ich bin ja Kärntner und Raunig ist ein typischer Kärntner Name. Ich bin nur so wahnsinnig viel in der Welt unterwegs gewesen, also von Amerika bis Japan und überall. Und mit der Zeit beginnt es einem zu nerven, wenn Leute den Namen Raunig einfach nicht aussprechen können. Also die sagen Raunig und Raunig, also irgendetwas, nur nicht Raunig. Jetzt dachte ich mir, da ich auch viel von meinem Leben jetzt geändert habe, ich würde sagen, mein Sinnspruch wäre, für mich ist es immer der Anfang. Jetzt haben wir gedacht, warum ändere ich nicht auch den Namen in Argos? Das können wenigstens die meisten Menschen auf der Welt aussprechen. Hat was mit Argonauten zu tun, mit Menschen, die Neues suchen, in neue Welten aufbrechen. Und das ist ja eigentlich mein Leben. Darum passt es dazu. Ein neuer Aufbruch, ein neues Leben. Man sieht und spürt sehr viel positive Energie. Bei so viel Veränderung interessiert mich natürlich, ob auch deine Musik eine andere geworden ist. Oder läuft wenigstens das in gewohnten Bahnen? Ich meine, es hat sich in meinem Leben natürlich privat wahnsinnig viel geändert, aber das ist halt privat. Aber mit meiner beruflichen Intuition hat sich eigentlich gar nichts geändert. Ich bin vielleicht wieder ein bisschen von der Popmusik weggegangen und gehe wieder mehr zur Klassik. Da haben wir wieder sehr viele Sachen geplant, auch wieder moderne Sachen. Ich habe jetzt sehr viel zeitgenössische Musik gesungen und da kommen wieder einige Projekte auf mich zu. Also so gesehen, mein Leben sängerisch und beruflich ist das gleiche geblieben. Seit der letzten CD ist einige Zeit vergangen. Du hast aber trotzdem viel gesungen, viele Auftritte absolviert. Wenn wir jetzt schon über Veränderungen sprechen, muss man natürlich auch nach deinem Instrument fragen, das du immer mit dir herumträgst, nämlich deine Stimme. Das Einzige, was sich wirklich interessanterweise verändert hat, die Stimme ist vielleicht größer, vielleicht schwerer geworden, weicher geworden. Und die Koloraturen sind etwas langsamer geworden, komischerweise, weil die Stimme schwerer geworden ist. Sonst alles beim Alten. Die Höhe ist gleich geblieben, Tiefe sowieso. So halber der Bass. Das man nur beim Sprechen hört, aber sehr selten beim Singen. Ja, sehr selten, ja. Man verwendet es nicht so oft, weil diese ganzen Countertenor-Kastratenrollen, die sind ja alle höher und da hat ja niemand einen Bass verwendet. Das kann man dann so als Spaß verwenden oder wenn man wirklich etwas zeigen will manchmal. Der Lebensmittelpunkt hat sich aber verändert. Ist nicht mehr in Wien, sondern in Glocknitz. Das ist am Fuße des Semmerings. Die Konzerte finden aber vorzugsweise in Wien statt. Wie anstrengend ist das jetzt? Zuerst habe ich mich gefürchtet, weil ich von Wien weg bin und wenn man doch im Zentrum ist, mit der U-Bahn fährt irgendwo hin und ist dann gleich dort. Wenn man 70 Kilometer außerhalb von Wien wohnt, in der Nähe von Glocknitz, ist es aber auch nicht so tragisch. Man muss sich halt nur die Zeiten mit der Autobahn besser einteilen. Also viele meiner Freunde, die auch in der Oper singen zum Beispiel, die wohnen alle außerhalb von Wien. Also im Zentrum eigentlich niemand. Glocknitz ist ja wie jetzt nicht ein bisschen außerhalb von Wien, sondern schon weiter weg. Liebe Angelika, da hast du vollkommen recht. Aber dadurch, dass ich in meinem Leben so viel mit dem Auto unterwegs war und bis Hamburg und Amsterdam und Kopenhagen gefahren bin, wenn ich irgendwo gesungen habe, sind für mich diese 70 Kilometer gar nichts. Arno Raunig heißt also jetzt Arno Argos. Was sich aber nicht verändert hat, ist seine Liebe zur Musik und seine Freude am Singen. Eine neue CD ist entstanden. Worum es dabei geht, hat er Angelika Benke natürlich auch erzählt. In ein paar Minuten bei uns in Radio Kärnten. Oh,
Der Sopranist Arno Argos, früher Arno Raunig, ist schon auf vielen internationalen Bühnen aufgetreten. Der Grundstein für seinen Erfolg ist auch in der Bandbreite seiner Musik. Barock, Klassik, aber auch Unterhaltungsmusik und Crossover begleiten ihn seit vielen Jahren. Nun hat er eine neue CD herausgebracht. Mit Angelika Benke spricht er über den neuen Tonträger. Man hat kaum den Überblick. So viele CDs hat Arno Argos Raunig schon produziert. Mit José Feliciano als Supermax, romantische Lieder, verschiedene Ave Marias. Und natürlich ist auch der Kastratensänger Carlo Broschi, genannt Farinelli, immer wieder im Mittelpunkt gestanden. Denn Farinelli ist wohl der berühmteste hohe Sänger der Musikgeschichte, lebt im 18. Jahrhundert. Und natürlich kann auch ein Sopranist aus der heutigen Zeit, obwohl das eine vollkommen andere Art ist zu singen, nicht an ihm vorübergehen. Auf der neuen CD gibt es einen Wettstreit zwischen Farinelli und Georg Friedrich Händel, der wirklich stattgefunden hat. Denn Farinelli war der Sänger von Nicola Porpora, einem Vertreter der sogenannten Adelsoper. Händel war zu seiner Zeit, so 1735, wie also dieser Kampf stattfindet in London, der große Opernkomponist, der große Impresario. Also er war eigentlich die bedeutendste Opernpersönlichkeit in ganz Europa. Und Porpora ist nach London gekommen und hat eine mehr oder weniger Gegenoper gegründet, gegen den Händel. Händel wurde vom König unterstützt und vom königlichen Haus, aber ein Teil der königlichen Familie hat wiederum den Adel hinter sich. Also es war so eine, wie soll man sagen, ein Stellvertreterkrieg der Adeligen gegen den König, und die haben halt irgendwas versucht, um den König Georg ein bisschen, ja, ich weiß nicht, in Rage zu bringen, und da war die Oper ideal. Dann hat es zwei Opern gegeben. Und Händel auf der einen Seite und Porpora auf der anderen. Und Händel war so ein grandioser Komponist, Porpora hatte zu der Zeit dann keine Chance. Und die grandiose Idee, was mache ich meinen Schüler Farinelli? Den nehme ich nach London, das ist der größte, beste Sänger seiner Zeit. Farinelli kommt dann nach London, er hat mit Händel noch eine Rechnung offen, weil er hat einmal Händel vorgesungen und der Händel wollte ihn nicht haben. Und da habe ich gedacht, eine gute Gelegenheit, jetzt etwas vielleicht gegen Georg Friedrich Händel zu tun. Und es ist ihm auch gelungen, der arme Händel hat mehr oder weniger einen Gehirnschlag, Herzinfarkt gehabt, und es ist ihm dann sehr schlecht gegangen. Eine dramatische Geschichte also, aber man muss erst mal die Idee haben, sie dann auch zum Thema einer CD zu machen. Farinelli war ja der Interpret und Händel der gegnerische Komponist, wobei man sagen muss, dass du dein ganzes Musikerleben mit beiden zu tun hattest. Ich meine, es klingt jetzt lustig, die Idee kommt von meiner neuen Frau. Die hat sehr viele Ideen und die greife ich natürlich dann auf. Und sie hat gesagt, das ist doch ein wirklich interessantes Thema, was in der Musikgeschichte noch nicht so publik gemacht wurde und auch nicht gegenübergestellt wurde, was das Sängerische anbelangt. Das sind die Kastratenarien von Farinelli, die er genau zu dieser Zeit in London gesungen hat. Und Carestini war der andere große Kastrat, der für den Händel die Arien gesungen hat. Und das ist ja direkt auch eine Gegenüberstellung dieser Kastratenarien. Also die Idee war von meiner Frau und ich bin natürlich der Nutznießer und habe die Idee ganz einfach aufgegriffen. Eine neue CD, ein neues Leben, ein neuer Name, Arno Argos Raunig. Du wirkst sehr entspannt und ich habe fast das Gefühl, auf zu neuen Ufern, was ja in unserem Alter eher selten passiert. Also das Motto von mir ist eigentlich wirklich, es ist immer wieder alles ein Anfang und man muss es immer wieder positiv beginnen und positiv weitergehen. Und wenn ich, so wie ich heute nach Kärnten gekommen bin und dann diesen Frühling hier sehe und diese wunderbare Landschaft mit diesen Bäumen und mit dem Blühenden, dann das Leben ist einfach ein Traum. Man muss es leben, jetzt, alle, bitte. Der Sopranist Arno Raunig geht mit viel Engagement und einer neuen CD in die Zukunft. Angelika Benke war das für Radio Kärnten. Come before.